Hallo, mein Name ist Sven und ich arbeite bei Google im Search Quality Team und ich möchte heute darüber sprechen, welche Möglichkeiten ihr habt, Inhalte aus unseren Suchergebnissen zu entfernen. Aber was in Frage ist, die bei uns auf dem Webmasterforum recht häufig gestellt wurde. Und ich habe das Ganze auf zwei Videos verteilt, wobei es in diesem hier darum geht, was ihr tun könnt, wenn sich die Inhalte auf eurer eigenen Website befinden. Und im zweiten Video schauen wir uns dann an, was ihr machen könnt, wenn sich die Sachen auf einer fremden Website befinden. Das heißt, den Fall, wo ihr dann gar keine direkte Kontrolle darüber habt. Und falls die Entfernung von Inhalten nicht besonders dringend ist, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, unsere Tools zur Entfernung zu verwenden, weil Inhalte, die von einer Website entfernt wurden, sowieso nach einiger Zeit ganz automatisch aus unseren Suchergebnissen verschwinden werden. Wenn aber die Entfernung tatsächlich dringend ist und es wirklich schnell gehen soll, dann sind diese Tools zur Entfernung, die ihr bei uns in den Webmaster-Tools findet, tatsächlich der schnellste Weg. Und bevor ich jetzt zu den eigentlichen Tools komme, habe ich noch ein paar Situationen, wo die Verwendung dieser Tools nicht der beste Weg ist. Vermeidet die Verwendung, um nach Updates auf eurer Site quasi aufzuräumen. Das heißt, wenn ihr Änderungen an eurer Website vorgenommen habt und einige Seiten jetzt zum Beispiel einen 404 oder 410-Status liefern, dann gibt es in der Regel gar keinen Grund, diese Seiten manuell mittels unserer Tools zu entfernen, weil sie ja aufgrund des Statuscodes sowieso ganz natürlich aus den Suchergebnissen verschwinden, sobald wir eure Website erneut gecrawlt haben. Vermeidet die Verwendung auch für einen Neustart oder Reset eurer Website. Das heißt, wenn ihr mit einer komplett neuen Website unter der gleichen Domain, also der gleichen URL, starten wollt, dann wäre das Entfernen der gesamten alten Website mit unseren Tools keine gute Idee, weil sich in dem Fall gar nicht vermeiden lässt, dass Teile des alten Inhalts wieder in der Suche angezeigt werden, sobald die Domain erneut gecrawlt und indexiert werden kann. Das heißt, in solchen Fällen solltet ihr mit einer sogenannten 301-Weiterleitung arbeiten und quasi von euren alten Inhalten auf die neuen Inhalte weiterleiten. Vermeidet die Verwendung auch, um die aus eurer Sicht richtige Version einer Seite indexiert zu bekommen. Also, falls es auf eurer Website Inhalte in duplizierter Form gibt, wie beispielsweise Version mit www und ohne www oder mit HTTP und HTTPS, dann wäre es nicht ratsam zu versuchen, das Problem dadurch zu lösen, dass ihr jetzt diese unerwünschten Versionen mittels unserer Tools löscht, weil wenn ihr zum Beispiel die www-Version löscht, dann verschwindet automatisch auch die Version ohne www und umgekehrt. Zu dem Thema könnt ihr einfach auf unserem Webmaster-Blog oder in der Hilfe für Webmaster vorbeischauen, wo wir einige Artikel bereitstellen und das Stichwort hier wäre, wie ihr die bevorzugte Domain festlegen könnt. Okay, jetzt wo das geklärt ist, können wir uns endlich die Tools zur Entfernung anschauen und ihr findet das Ganze bei uns in den Webmaster-Tools. Das heißt, wenn ihr euch dort anmeldet und dann die entsprechende bestätigte Website, um die es geht, anklickt, dann seht ihr auf der linken Seite im Menü den Punkt Website-Konfiguration und dann Crawler-Zugriff. Wenn ihr das auswählt, kommt ihr zum Punkt URL entfernen und das ist dann der Bereich, wo ihr tatsächlich alle Anträge auf Entfernung aufgelistet seht mit dem jeweiligen Status dahinter. Und an der Stelle könnt ihr dann auch einen neuen Antrag auf Entfernung stellen. Und generell ist es so, damit so ein Antrag auf Entfernung erfolgreich sein kann, müssen im Prinzip ein paar Bedingungen erfüllt sein. Und im Wesentlichen heißt das eigentlich nur, dass entweder die Inhalte von der Website entfernt worden sind oder aber für Suchmaschinen bezüglich des Crawlings, und der Indexierung blockiert worden sind. Und wenn ihr jetzt in den Webmaster-Tools im Bereich URL entfernen auf den Punkt Neuer Antrag auf Entfernung klickt, dann habt ihr im Prinzip drei Möglichkeiten, was ihr dort angeben könnt. Zum einen könnt ihr den Pfad zu einer bestimmten Datei angeben, wenn ihr eben eine ganz bestimmte Datei löschen möchtet, oder aber ein Verzeichnis. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass ihr die gesamte Website angebt, für den seltenen Fall, wo ihr tatsächlich die gesamte Website entfernen möchtet. Und wenn ihr jetzt auf Weiter klickt, dann seht ihr im nächsten Schritt oben die von euch angegebene URL angezeigt. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr nochmal prüft, ob die URL, die dort angezeigt wird, tatsächlich mit der URL übereinstimmt, die ihr eigentlich entfernen möchtet. Und wenn ihr das sichergestellt habt und die URL stimmt, dann
folgen im Prinzip noch drei Möglichkeiten, wo ihr genauer auswählt, welche Art der Entfernung jetzt stattfinden soll. Da gibt es zunächst den Punkt Seite aus Suchergebnissen und Cache entfernen. Und das solltet ihr dann wählen, wenn ihr eben genau das erreichen möchtet. Das heißt, wenn so ein Antrag auf Entfernung erfolgreich ist, dann wird die betreffende Seite nicht mehr in den Suchergebnissen angezeigt und auch es wird keine Cache-Version mehr dieser Seite angezeigt. Und damit das funktioniert, muss die angegebene Seite entweder von eurer Website entfernt worden sein und entsprechend ein 404 oder 410-Status liefern, oder aber ihr habt die Seite in eurer robots.txt-Datei angegeben und dort vom Crawling ausgeschlossen. Oder aber die dritte Möglichkeit ist, dass ihr mit einem sogenannten No-Index-Meta-Tag arbeitet und so die Seite von der Indexierung ausschließt. Wenn ihr jetzt aber möchtet, dass die Seite weiterhin in den Suchergebnissen auftaucht, wir aber nur die Cache-Version entfernen, dann solltet ihr die zweite Möglichkeit wählen, nämlich Seite nur aus Cache entfernen. Und damit das funktioniert, muss sich entweder der aktuelle Inhalt auf eurer Seite gegenüber unserer Cache-Version geändert haben, oder aber, was meist noch zuverlässiger funktioniert, weil ihr das viel besser kontrollieren könnt, ist, wenn ihr auch hier mit einem Meta-Tag arbeitet, und zwar das No-Archive-Meta-Tag in eure Seite einbaut, was dann den Suchmaschinen signalisiert, dass von der betreffenden Seite keine Cache-Version mehr erstellt werden soll. Und wenn ihr jetzt im ersten Schritt ein Verzeichnis angegeben hattet, dann solltet ihr auch hier die Option Verzeichnis entfernen wählen. Was dann eben bedeutet, dass dieses gesamte Verzeichnis aus den Ergebnissen entfernt wird, inklusive aller Inhalte, die sich in dem Verzeichnis befinden. Und damit das funktioniert, muss das Verzeichnis in der robots.txt-Datei eingetragen sein und dort vom Crawling ausgeschlossen sein. Und am Ende seht ihr dann unten noch eine Checkbox, die ihr anklicken müsst, um zu bestätigen, dass ihr tatsächlich die Bedingungen für eine erfolgreiche Entfernung erfüllt habt. Das heißt, entweder die Inhalte von eurer Website entfernt habt oder aber die Sachen für Suchmaschinen blockiert habt. Und ich habe jetzt hier noch ein paar häufige Fehler und Probleme, die euch eventuell im Umgang mit diesen Tools begegnen. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass ihr aus Versehen etwas entfernt habt und das gerne rückgängig machen wollt. Und das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt einfach in den Bereich URL entfernen wechseln, wo ihr dann alle eure Anträge auf Entfernung aufgelistet seht. Und wenn ihr jetzt zu dem jeweiligen Antrag auf Entfernung geht, den ihr rückgängig machen wollt, seht ihr daneben den Status Entfernt und darunter gibt es die Schaltfläche Wiederaufnahme. Und wenn ihr auf die klickt, wird dieser Antrag quasi rückgängig gemacht, was dann eben bedeutet, dass der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird. Was auch vorkommen kann, ist, dass die Statusmeldung hinter so einem Antrag auf Entfernung entfernt anzeigt, ihr aber feststellt nach einiger Zeit, dass die betreffende URL gar nicht entfernt wurde aus den Suchergebnissen. Und hier ist es so, dass ihr auf jeden Fall prüfen solltet, ob die URL, die ihr im Antrag auf Entfernung angegeben hattet, tatsächlich mit der URL übereinstimmt, wie sie bei uns in den Suchergebnissen erscheint. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr im Antrag auf Entfernung einen Schreibfehler gemacht habt. Und wenn wir jetzt versuchen, diese falsch geschriebene URL aufzurufen, ist es ja sehr wahrscheinlich, dass diese URL gar nicht existiert. Das heißt, euer Server liefert entsprechend eine 404 oder 410 Statusmeldung, was uns wiederum signalisiert, dass dieser betreffende Inhalt gar nicht vorhanden ist. Und das kann dann eben zur Folge haben, dass die Statusmeldung auf entfernt gestellt wird. Und in die Richtung geht auch mein letzter Punkt. Ihr solltet auf jeden Fall daran denken, dass bei URLs die Groß- und Kleinschreibung eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ihr von eurer Website eine URL indexiert haben, die Großbuchstaben enthält und ihr jetzt diese URL entfernen möchtet, dann ist es ganz wichtig, dass ihr exakt die gleiche Schreibweise verwendet. Das heißt, gegebenenfalls auch Großbuchstaben verwendet. Und ja, ich denke, wenn ihr all diese Dinge beachtet, dann seid ihr eigentlich für alle gängigen Fälle, wenn es um die Entfernung von Inhalten auf eurer eigenen Website geht, schon mal ganz gut gerüstet und bleibt auf jeden Fall gespannt auf unseren zweiten Teil, wo wir uns dann anschauen, was ihr machen könnt, wenn sich die Inhalte auf einer fremden Website befinden. Und wenn euch das Thema noch weiter interessiert, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne bei uns auf dem Webmaster-Blog vorbeischauen, wo wir eine ganze Reihe von Blogposts zu dem Thema veröffentlicht haben, wo das Ganze nochmal ausführlicher erklärt wird. Außerdem, wenn ihr eine konkrete Frage zu eurer eigenen Website habt, dann könnt ihr jederzeit gerne
auf unserem Webmaster-Forum vorbeischauen und die Frage dort stellen.